gedacht, ich könnte das nie wieder sagen. Aber du legst dich nicht fest. Es war eine sehr vorsichtig ausgedrückte Liebeserklärung. Ist es Vorsicht, wenn ich zu dir sage, ich glaube, ich habe mich verliebt? Es liegt einfach daran, dass ich nichts überstürzen möchte. Sicher, das finde ich auch ganz in Ordnung. Ich will, dass wir beide immer ehrlich zueinander sind. Ich finde es wunderschön, dass du das sagst. Was hast du denn? Wie soll ich dir das erklären? Das ist nicht richtig. Redest du von uns? Ja, das mit uns, das klappt nicht. Das geht sicher nicht gut und das kann ich dir nicht antun, also sollten wir es sein lassen. Das glaube ich einfach nicht. Auf einmal erzählst du mir, dass du Julia liebst. Victoria, es tut mir leid, glaub mir, es ist für mich auch schwer. Damit schlage ich mich schon seit Monaten rum und ich finde die Situation scheußlich. Ach so, scheußlich? Ich finde es eher unfair. Aber es ist endlich ehrlich. Dann warst du bisher also nicht ehrlich. Du wolltest mich mit deinen Versprechungen nur beruhigen. Du hast mich belogen, als du mir sagtest, dass zwischen euch beiden nichts mehr ist. Ich wollte alles tun, damit meine Ehe nicht zerbricht. Julia hat es verstanden. Wir haben beide versucht, Schluss zu machen, aber das konnten wir nicht. Du wolltest deine Ehe retten. Ist das etwa nur deine Ehe? Es geht hier um unsere Ehe. Und Julia will sich um jeden Preis dazwischen drängen. Dass es so endet, wollte ich auch nicht. Aber das ändert nichts an meinen Gefühlen. Dass ich dich immer noch liebe, scheint dich völlig kalt zu lassen. Das ist ja auch unwichtig. Weil dir meine Gefühle schon immer egal waren. Weißt du was, mein Liebling? Oh, er liebt uns. Das hat er mir gesagt. Und er möchte für immer bei uns bleiben. Na, ist das nicht toll? Du, was hältst du davon? Weißt du, wie ich das finde? Es ist großartig. Es ist herrlich. Es ist toll. Wir haben uns das schon so lange gewünscht. Hör zu, wir beide machen uns einen netten, gemütlichen Abend. Keiner spricht von Geheimagenten, Gaunern und ähnlichen Dingen. Jakobs? Nur Musik und Mondschein und etwas Romantik. Sag dir das zu? Gut, Jan. Bleib hier, ich habe eine ganz besondere Überraschung. Sorge, für dich. Ich lauf nicht weg. Ich habe uns eine Flasche von deinem Lieblingschampagner besorgt. Von meinem Lieblings... Champagner. Genau, deine Sorge. Das ist es. Natürlich ist das deine Sorte. Du hast mir ja erzählt. Nein, ich rede nicht von mir, sondern von Harry. Ich versuche diesen Kerl zu finden und dann benutze ich nichts von dem, was ich über ihn weiß. Und ich weiß fast alles über ihn. Ich kenne den Mann in- und auswendig. Ich kenne all seine Angewohnheiten und seine kleinen Ticks. Ja, der Abend wäre dann wohl gelaufen. Diese Angewohnheiten verraten ihn. Er wohnt in Hotels, grundsätzlich immer nur im Erdgeschoss. Und wir haben im zweiten Stock gesucht. Das war idiotisch. Nur im Erdgeschoss. Vielleicht hat er Höhenangst oder sowas. Nein, er wohnte einmal im 10. Stock eines Hotels, als ein Feuer ausbrach. Er wurde im letzten Moment gerettet. Verstehe. Was sonst noch? Jazz. Er liebt Jazz. Er ist früher, wenn er irgendwo neu war, sofort auf die Suche nach den besten Jazzclubs gegangen. Vielleicht locke ich ihn mit einer Billie Holiday-Imitation aus seinem Versteck. So gut er sich auch verkleiden konnte, mich hat er nicht reingelegt. Ich habe ihn immer wieder erkannt. Dann war er wohl doch nicht doch, so gut. Die Verkleidungen waren toll. Du kennst ja die Fotos. Da fällt mir etwas ein. Wenn er nervös ist, greift er sich so ans Ohr. Das ist seine einzige Angewohnheit, von der er selbst nichts weiß. Aber diese Angewohnheit ist nicht gerade selten. Eden, mach jetzt keine Scherze. Ich hab's. Es war doch Dom Pérignon. Ja, sicher, Dom Pérignon. Ich irre mich nicht. Champagner, wieso nicht? Tja, ich dachte, der passt ganz gut für heute Abend. Ich glaube, du hast da was missverstanden. Du hast recht. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Also, Harry trinkt nur Dom Pérignon. Er schwört auf diesen Champagner. Und wir nutzen das aus, um ihn zu finden. Oh,
wer kommt denn da? Das hätten Sie nicht erwartet, was? Was machen Sie hier? Sind Sie verrückt? Mein Mann ist in der Nähe. Das ist viel zu gefährlich. Auf dem Grundstück wimmelt es von Wachmännern. Stören mich nicht. Sie sehen ja, was die Ihnen nützen. Ich warte schon eine ganze Weile auf Sie. So, Lady, jetzt hören Sie mal gut zu. Ich lasse mich von niemandem über den Tisch ziehen. Auch nicht von Ihnen. Ich will 100.000 Dollar. Heute Abend und keine Tricks, verstanden? Sie tun mir weh. Lassen Sie mich los. Ich werde so viel Geld nicht so schnell auftreiben können. Sie werden schon Mittel und Wege finden. Haben Sie vergessen, dass ich äußerst ungemütlich werden kann? Sie wissen doch, was Ihrem Freund passiert ist. Sie haben 3 Stunden Zeit. Also beeilen Sie sich, verstanden? Ich habe einfach Angst, das ist alles. Und wovor? Hier, vor dieser Situation. Es geht mir zu schnell. Ich kenne dich doch noch gar nicht. Ich glaube, wir beide sollten uns einfach noch etwas Zeit lassen. Das ist völlig in Ordnung. Weißt du, ich bin nicht sicher, ob ich schon wieder eine Beziehung eingehen will. Ich war auch nicht sicher, ob ich dazu bereit sein würde. Und vielleicht weiß ich gar nicht, was es heißt, eine Beziehung zu haben. Hör zu. Ich kann dir nur sagen, was ich möchte. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte so viel wie möglich über dich wissen. Ich will alles wissen. Ich habe viele Fragen an dich. Ich will, dass wir uns verstehen. Das hat doch keinen Zweck. Auch wenn wir zusammenpassen würden, wäre es sinnlos. Meinst du denn wirklich, dass wir so etwas wie ein gemeinsames Leben führen könnten? Wieso denn eigentlich nicht? Lass es uns versuchen. Nein, Ken, hör auf damit. Ich versuche bloß vernünftig zu bleiben. Mein Job zwingt mich, sehr viel unterwegs zu sein. Ich bin dauernd auf Reisen. Das sollte für dich und mich kein Hindernis sein. Denn wenn 2 Menschen wissen, dass sie zusammengehören, dann finden sie auch einen Weg, glücklich zu werden. Musst du es mir so schwer machen? Du bist ein zärtlicher und liebevoller Mann. Ich habe das Gefühl, ich bin so etwas wie dein Onkel. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte viel mehr für dich sein. Aber ich kann warten. Du sollst genug Zeit haben. Denk darüber nach. Einverstanden? Ja. Ja, ich bin allein. Nein, noch nicht. Es gibt nichts Neues. Sicher, ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Keine Sorge, ich habe noch viel Zeit zur Verfügung. Hören Sie, ich lasse mich von Ihnen nicht unter Druck setzen. Ich weiß, dass dich mein Verhalten sehr verletzt. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Glaubst du, es wird dadurch besser? Nein, natürlich nicht. Das ist kein Trost für dich, aber ich bin mir ganz sicher, dass du darüber hinwegkommen wirst. Du wirst jemanden kennenlernen, der dich genauso liebt wie du ihn. Dazu bin ich leider nie fähig gewesen. Du hast gesagt, du liebst mich. Das hast du so oft gesagt. Das tue ich doch auch heute noch, Victoria. Aber nicht auf die Art und Weise, wie du geliebt werden willst. Ganz recht, du liebst mich nicht so sehr wie Julia. Als ich zum Entzug in der Klinik war, dachte ich, dass ich das nicht schaffen würde und dass ich mein ganzes Leben verpfuscht hätte. Ich hatte Angst, dass ich alles zerstört hätte, was mir jemals wichtig gewesen ist. Aber dann dachte ich an euch beide, an dich und Chip. Und dass da noch eine wundervolle Zukunft auf mich wartet. Es war nur dieser Gedanke, er hat mir wieder Mut gegeben. Du hast immer noch Chip. Und ich werde dich natürlich unterstützen. Ich lass dich nicht einfach sitzen. Du bekommst alles, was du brauchst. Ich will kein Geld, verdammt nochmal. Ich brauche einen Menschen, der mich liebt. Verstehst du das nicht? Und der mir genauso wichtig ist. Aber ich bin nicht der Richtige für dich. Inzwischen müsstest du das begriffen haben. Aber ich will nicht, dass du mich verlässt, Mason. Meinst du denn, alles ist nur eine Frage des Geldes? Du brauchst nur zu zahlen und schon kannst du tun und lassen, was du willst. Du besorgst alles. Ärzte, Therapeuten, eine Nervenklinik für deine süchtige Frau. Und dann geht dich das alles gar nichts mehr an. Immer nur Geld. Das ist das Einzige, was dir einfällt. Du weißt ja gar nicht, was es bedeutet, für jemanden wirklich da zu sein. Du drückst dich vor allem. Ich weiß, wie dir zumute ist. Ich wollte dir diesen Schmerz wirklich gerne sparen. Fang bloß nicht so an. Denn wenn du das wirklich wolltest, dann brauchtest du nur bei mir zu bleiben. Zerstör bitte nicht unsere Ehe.
Victoria. Bitte, Mason, hör mir zu. Ich tue alles, was du möchtest. Ich werde alles tun, was du von mir verlangst. Wirklich alles, aber du darfst mich nicht verlassen. Victoria, lass das. Es hat doch keinen Zweck. Mason, ich will dich nicht verlieren. Es würde nicht funktionieren, Victoria. Ich würde dir andauernd wehtun und das möchte ich wirklich nicht. Und deshalb muss ich fortgehen. Denn du hast einen besseren Mann als mich verdient und eines Tages wirst du ihn auch finden. Also gut, du willst zu Julia gehen. Dann geh. Geh auf der Stelle zu ihr. Na los. Ich wollte nicht, dass es auf diese Art zu Ende geht. Erzähl doch nicht sowas, das ist doch Unsinn. Du und Julia, ihr wollt mich nur irgendwie loswerden, koste es, was es wolle. Und das werde ich euch niemals verzeihen. Also, dann lass sie nicht länger warten. Geh doch zu ihr. Na, endlich haben wir eine Spur. Gut gemacht, Mark. Ich komme sofort zu Ihnen. Halten Sie ihn irgendwie auf. Ja, bis gleich. Volltreffer. Ich glaube, wir haben ihn. Mark sagt, dass ein alter Mann im Orient Express sitzt. Der kommt seit einiger Zeit regelmäßig und bestellt immer dunkle Ringe. Denkst du, dass Harry dieser Mann ist? Das kann er nur sein. Fast zu schön, um wahr zu sein, aber wir haben Glück. Ich muss mich beeilen. Es dauert nicht lange, sonst ist der Kerl weg. Moment, ich komme mit. Das will ich mir doch nicht entgehen lassen. Gut, aber halt zurück. Oh, was machst du denn hier? Wolltest du nicht die Koffer packen, um das Flugzeug zu kriegen? Tja, das wollte ich, aber inzwischen habe ich rumtelefoniert, um rauszufinden, ob es Sinn hat, nach New York zu fliegen. Und weißt du, wo Kelly ist? Nicht nur das, ich habe sie erreicht. Wirklich, wie schön für dich. Was hat sie gesagt? Dass sie Zeit braucht, sie will nachdenken. Sie will im Augenblick niemanden sehen und ich soll auch nicht nach New York kommen. Vielleicht mache ich's doch. Tu das nicht. Sie wird nicht zurückkommen, wenn du sie dazu zwingen willst. Das würde überhaupt nichts nützen. Damit musst du dich abfinden. Ja, sicher, das weiß ich auch. Aber ich will direkt vor ihr stehen, wenn ich sie frage, wieso sie auf einmal verschwunden ist. Vorhin hättest du sie fragen können. Das habe ich doch getan, aber sie hat nur gesagt, dass sie Zeit braucht. Zeit, was immer das heißen soll. Das nehme ich ihr nicht ab. Dahinter steckt irgendwas anderes. Jeffrey, in ein paar Tagen kommt sie wieder zurück und dann wird sie dir alles erzählen. Also keine Aufregung. Sie wird es dir erklären. Aber ich will es gleich wissen, auf der Stelle. Ich gehe zu den Capwells. Irgendjemand muss doch wissen, was mit Kelly los ist. Gute Idee, ich werde dich begleiten. Nein, 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 ich möchte allein gehen. Es gibt nur wieder Streit. Du weißt doch, wie Sophie ist, also bitte setz dich hin, okay? Ich lass dich wissen, was dabei herausgekommen ist. Ich kann Kelly und Jeffrey nirgends finden. Hast du eine Ahnung, wo die beiden stecken könnten? Ich finde, dass du dir unnötig Sorgen machst. Die beiden können selbst auf sich aufpassen. Wirklich? Und wieso weiß niemand, wo Kelly ist? Sie ist wahrscheinlich geschäftlich unterwegs. Ja, so wird es sein. Du hast nicht mit ihr gesprochen, oder doch? Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Tja, ich glaube, das war bei der Beerdigung. Soll das etwa heißen, dass du sie seit der Beerdigung nicht mehr gesehen hast? Ja, genau. Wieso siehst du mich denn so an? Tja, langsam beginne ich mich zu fragen, was du dir dabei denkst. Was meinst du damit? Was ich damit meine? Du übergibst meinen Sohn Brandon einfach so an Gina und es kümmert dich überhaupt nicht, was mit unserer Tochter los ist, der möglicherweise irgendetwas passiert ist. Ich habe genug von deiner ewigen Gereiztheit. Ich halte das nicht mehr aus. Es reicht jetzt. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Was hast du vor? Wo gehst du hin? Ich gehe aus. Und diese Zeit willst du ausgehen und wohin willst du zu spät? Nur raus. Ich will hier raus etwas anderes sehen. Ich will endlich wieder Luft holen können. Die vergiftete Atmosphäre in diesem Haus ist nicht mehr auszuhalten. Tori, was ist denn mit dir los? Du hast dich am Telefon schrecklich angehört. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Nein, Mason verlässt mich. Er verlässt dich? Ja, er hat gesagt, dass er mich nicht mehr liebt und dass er mit Julia zusammenleben will. Oh, das tut mir wirklich sehr leid. Wann hat er mit dir darüber gesprochen? Gerade erst vor einer Stunde. Das ist ja schrecklich. Dann hat er dich also die ganze Zeit betrogen. Ich weiß, du hast immer gehofft, dass es besser wird und jetzt das. Ich will ihn nicht verlieren. Ich liebe ihn. Ich ertrage es nicht, wenn er fortgeht. Ich weiß, dass es so ist.
Es ist so ungerecht und so wie ich das Ganze beurteile, ist der Kerl ein Idiot. Entschuldige, aber das ist er. Herzchen, er hat eine so tolle Frau nicht verdient. Es war ganz einfach dumm von mir. Ich habe das ja alles kommen sehen, aber ich habe es verdrängt und habe gehofft, dass es schon gut gehen wird. Und hast du schon mit deinem Mann über deine finanzielle Zukunft gesprochen? Er muss für dich sorgen. Das ist mir egal. Ich will an das Finanzielle gar nicht denken. Aber das musst du. Du hast ein Kind, du hast ein kleines Kind, für das du sorgen musst. Ich brauche nichts von ihm, gar nichts, auch kein Geld. Ganz wie du willst. Hör zu. Also, natürlich hat dir das Ganze einen ziemlichen Schock versetzt. Aber du musst jetzt einen klaren Kopf bewahren. Bitte beruhige dich. Nicht du, sondern Mason ist abgehauen. Er hat dich mit einer anderen Frau betrogen. Er hat dich und das Kind sitzen lassen. Und dafür muss er zahlen. Hallo. Hast du es Victoria gesagt? Ja, es war eine schreckliche Situation. Was ist passiert? Ich habe ihr gesagt, dass unsere Ehe zu Ende ist und dass ich mit dir zusammenleben will. Das hast du ihr gesagt? Ja. Allerdings fühle ich mich jetzt nicht so erleichtert, wie ich gehofft hatte. Wie hat sie reagiert? Sie war außer sich. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht wieder mit dem Kokain anfängt. Die Ärzte sagen, dass die Gefahr eines Rückfalls besteht. Und was würdest du dann tun? Dann sorge ich selbstverständlich dafür, dass sie ärztliche und therapeutische Hilfe bekommt. Das ist ganz klar. Aber ihre Sucht ist kein Grund, eine Ehe ohne Liebe weiterzuführen. Tja, eigentlich wollte ich diesen Augenblick ja groß mit dir feiern. Stimmt, eigentlich sollten wir feiern. Ich kann jetzt nicht feiern, weil mir Victoria da durch den Kopf geht. Wieso muss bloß immer jemand auf der Strecke bleiben und leiden? Sieh mal einer an. Na endlich, ich habe dich und Kelly schon überall gesucht. Wo seid ihr gewesen? Kelly ist in New York. Was macht sie denn in New York? Hat sie da geschäftlich zu tun? Nein, ich kann dir leider nicht sagen, was sie da macht. Ich habe gehofft, dass du mir erklären kannst, warum sie dort ist. Und woher soll ich das wissen? Verdammt nochmal, hast du denn keine Ahnung, wieso sie weggeht? Nein, wahrscheinlich weißt du bereits, dass Kelly und ich in den letzten Wochen Schwierigkeiten hatten. Es hat zwischen uns Streit gegeben. Großen Streit. Und wieso? Natürlich wegen Familienangelegenheiten. Ich hatte geglaubt, dass wir das ein für alle Mal geklärt hätten und alles wieder in Ordnung ist. Wir wollten sogar an die Küste fahren und uns ein paar schöne Stunden machen. Doch dann hat sie mir gesagt, dass sie da nicht hin will. Dass sie einige Zeit allein sein muss, um nachzudenken. Und dann ist sie auf und davon. Das war genau vor 3 Tagen. Das war das letzte Mal, ja? Ja, aber ich habe mit ihr vorhin telefoniert. Kelly ist in New York bei Freunden. Sie hat klipp und klar gesagt, sie kommt auf keinen Fall nach Hause. Hat sie das? Vielleicht sollte ich sie mit Gewalt zurückbringen lassen. Du kannst sie doch nicht zwingen, nach Hause zu kommen. Sie ist eine erwachsene Frau. Daddy, ich möchte genauso gern wie du, dass sie zurückkommt, aber ich glaube, dass wir mit Druck nicht viel erreichen. Dadurch würde es nur schlimmer werden. Du hast wahrscheinlich recht. Es ist nur nicht gut, dass sie weggelaufen ist. Denkst du, sie hat es nur wegen eures Streits getan oder hast du ihr vielleicht einen anderen Grund gegeben? Nein, nein, daran liegt es nicht. Ich bin sicher, dass es damit zu tun hat, dass sie hier zwischen alle Fronten geraten ist. Dieser verdammte Kleinkrieg zwischen dir und Sophia auf der einen und meiner Mutter auf der anderen Seite ist nicht mehr zu ertragen. Ich muss zugeben, du hast wahrscheinlich ausnahmsweise einmal recht. Wir haben unseren Kindern wirklich einiges zugemutet, ja. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ich mache nur ein Foto von meinem Freund hier. Das ist ein wunderschönes Hotel, es gefällt uns sehr gut. Dann sind Sie wahrscheinlich Hotelgäste, ja? Ja, wir wohnen hier. Wir sind aus Bolivien, wir sind Fußballspieler. Aha, ich habe gar nicht gewusst, dass es hier einen Fußballverein gibt. Gibt's auch nicht. Das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Wir werben für den Fußball. Wir machen Demonstrationsspiele, verstehen Sie? Sicher. Tja, dann viel Glück. Entschuldigen danke. Sie mich. Wiedersehen. Sophia. Hallo, TJ. Darf ich mich setzen? Tut mir leid, aber ich erwarte jemanden. Na gut, dann leiste ich Ihnen Gesellschaft, bis dieser jemand kommt. Ich habe auf eine Gelegenheit gewartet, mit Ihnen zu reden. Sie haben auf meine Anrufe nicht reagiert. Ich wollte Sie nicht belästigen. Ich wollte Ihnen meine Hilfe anbieten.
Allerdings habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass Sie versuchen, mir aus dem Weg zu gehen. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie nichts damit zu tun haben. Es ist falsch gewesen, Sie damit reinzuziehen. Ich habe mich da selbst reingeritten, also komme ich da auch ohne Hilfe wieder raus. Kommen Sie, jeder Mensch braucht irgendwann mal Hilfe. Und ich helfe Ihnen gern, glauben Sie mir das. Haben Sie irgendwas von diesem Kerl gehört? Ja, heute. Er will wieder mal Geld. Nicht zu fassen. Sie dürfen ihm kein Geld mehr geben. Das nimmt sonst kein Ende. Der plündert sie aus. Das weiß ich, aber was soll ich denn machen? Er hat mich in der Hand. Ich muss zahlen, was er verlangt. Na gut, lassen Sie uns nachdenken. Wie viel verlangt er? Er verlangt 100.000 Dollar. Genau 100.000 Dollar. Und er will sie sofort. Noch heute. 100.000? Aber die werden Sie so schnell nicht auftreiben können. Deswegen bin ich hier. Ich habe mich verabredet. Ich warte auf einen Juwelier. Ich will ihm meinen Ehering verkaufen. Sie haben einen Ring, der so viel wert ist? Ich vermute, dass er das Dreifache wert ist. Sie können doch nicht einfach Ihren Ehering verkaufen. Das würde Ihrem Mann sicher nicht gefallen. Er darf es nicht erfahren. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Das Wichtigste ist, dass er meinem Mann nichts erzählt. Sonst war ich die längste Zeit verheiratet. Ich muss meinen Ring versetzen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß, was ich tue. Mark, haben Sie den Kerl aufhalten können, über den wir am Telefon gesprochen haben? Ja, da drüben sitzt er. Bitte setz dich schon hin, es dauert nicht lange. Ich komme gleich nach. Gut, aber sei vorsichtig. Mama? Oh, Liebling, was hallo. Was tust du denn hier? Ich wollte mich bei TJ bedanken, weil er uns den Club für die Wohltätigkeitsveranstaltung zur Verfügung gestellt hat. Wirklich? Ach, ich helfe Ihnen doch gerne. Wo ist denn Cruz? Oh, er ist nebenan. Du entschuldigst, ich will uns noch einen Platz suchen. Ja, ist auf Wiedersehen. Es war mir ein Vergnügen. Ich finde den Bart reichlich übertrieben, Harry. Der Champagner zeigt Klasse. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ja, sicher, das können Sie auch nicht. Ja, tut mir leid, ich dachte, Sie wären jemand anderes. Sind Sie von jemandem beauftragt worden, hier herumzusitzen und Champagner zu bestellen? Klar, das sieht ihm ähnlich. Gut, vielleicht sagen Sie mir, wo er sich gerade aufhält und wie er aussieht. Mister! Ich will Ihnen nichts tun. Aber ich werde es, wenn Sie nicht antworten. Warten Sie, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie er aussieht. Ich bin von ihm angerufen worden. Er hat mich bezahlt, damit ich herkomme und jeden Tag eine Flasche Champagner trinke. Prima Job, finden Sie nicht? Ja, das stimmt sehr gut. Wenn er wieder anrufen sollte, wäre es nett, wenn Sie mir gleich Bescheid sagen. Ist das genug? $100? Ich rufe Sie natürlich sofort an, wenn er sich meldet. Das mache Bitte ich. Tun Sie das. War das Harry? Nein, er war es nicht. Tut mir leid, Cruz. Das muss es nicht. Jetzt wird es langsam interessant. Ich bin sicher, dass Harry nicht weit weg ist. Gibt es irgendwelche Sicherheitsprobleme, Mr. Garber? Nein, nichts Besonderes, bis auf zwei Männer, die mir aufgefallen sind. Es sind angeblich bolivianische Fußballspieler. Was finden Sie an den beiden Männern verdächtig? Wissen Sie, etwas hat mich stutzig gemacht. Die haben sich vor dem Notausgang fotografiert. Es gibt ja hübschere Motive, ganz besonders für Touristen. Ja. Wirklich. Das ist sicher ganz harmlos, Mr. Garber. Ich finde, dass Ihre Vorsicht übertrieben ist. Machen Sie doch aus einer Mücke bitte keinen Elefanten. Lassen Sie es auf sich beruhen. Was? Moment mal, was ist hier eigentlich los? Hier geht doch irgendwas Seltsames vor. Sie erwarten von mir, dass ich mich um die Sicherheit Ihrer Hotelgäste kümmere. Doch dazu brauche ich Fakten. Sie sollten mir lieber nichts verschweigen. Mr. Garber, ich wollte es Ihnen eigentlich jetzt noch nicht mitteilen, aber wenn wir schon dabei sind, kann ich es Ihnen noch sagen. Diese Männer arbeiten für den Secret Service. Secret Service. Würden Sie mir bitte verraten, was der Secret Service hier zu suchen hat? Würden Sie bitte etwas leiser reden. Wir erwarten einen prominenten Besucher, für den besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Wer ist dieser Besucher?
Wollen Sie einen Scherz machen? Ich mache nie Scherze. Jetzt verstehen Sie sicher, dass in unserem Haus entsprechende Vorkehrungen getroffen werden müssen. Ja, sicher, natürlich. Das hätten Sie mir aber auch etwas früher sagen können. Ja, Sie haben wahrscheinlich recht. Der Ring ist hier drin. Sie können ihn prüfen, wenn Sie wollen. Das ist nicht nötig. Ich kenne den Ring sehr gut. Ich habe ihn selbst für Ihren Mann angefertigt. Ein besonders wertvolles Stück. Deshalb habe ich mich ja auch an Sie gewandt. Haben Sie die 100.000 Dollar bei sich? Ja. Aber wie ich schon sagte, es ist sehr schade, dass Sie sich davon trennen wollen. Ich habe leider keine andere Wahl. Hier das Geld. Vielen Dank. Mr. Wilkes, ich kann mich doch darauf verlassen, dass das unter uns bleibt. Das ist doch selbstverständlich. Ich hasse es, Victoria, das anzutun. Ich weiß doch, was sie durchmachen musste, als sie zum Entzug im Krankenhaus gewesen ist. Versuchst du etwa, mir Schuldgefühle einzureden? Das ist nicht nötig, die habe ich schon. Nein, ich spreche von meinen eigenen Schuldgefühlen. Der Grund, weswegen ich mit ihr reden wollte, war einzig und allein der Wunsch, dieses unmögliche Versteckspiel zu beenden. Ich dachte, dass wir uns dann besser fühlen würden, aber jetzt geht's uns noch schlechter als vorher. Es kann lange dauern, bis wir diese Schuldgefühle loswerden. Ja, möglicherweise, aber soll ich deswegen wieder zu ihr zurückkehren? Willst du das? Unsinn, natürlich nicht. Sie soll nur unseretwegen nicht wieder anfangen zu koksen. Ja, sicher, das will ich auch nicht. Aber vor einem Rückfall kann ich sie auch nicht bewahren, indem ich unsere zerstörte Ehe fortsetze. Das hilft ihr auch nicht. Aber weißt du, was ihr helfen könnte? Ja. Sie braucht jemanden, der sie so liebt wie ich dich. Ohne Wenn und Aber. Danke. Victoria, oh, guten Abend. Ja, entschuldige. Merston, mein Regisseur. Das ist Pamela Conrad, sie meine Schwiegermutter. Nett, Sie kennenzulernen. Weißt du, wo Mason heute Abend ist? Ich konnte ihn nicht erreichen. Pamela, du wirst dich daran gewöhnen müssen, dass Mason und ich getrennte Wege gehen. Er hat mich verlassen. Er will zu Julia Wainwright ziehen. Was? Du Ärmste, das tut mir für dich so leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Wieso habt ihr es so weit kommen lassen? Ist da nichts mehr zu machen? Ich fürchte, es ist aus. Wir hatten schon lange Probleme. Wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte gehofft, dass wir irgendwann richtige Freundinnen werden und jetzt das. Dem steht nichts im Wege, aber wenn es dazu kommt, dann eben ohne Mason. Kind, ihr könnt euch doch sicher wieder versöhnen, egal was passiert ist. Mason will mich verlassen. Er hat gesagt, es gibt für ihn kein Zurück. Aber das ist ja Victoria. Du kannst auf mich zählen. Du solltest mich anrufen. Dann werden wir zusammen essen gehen und uns etwas unterhalten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie schön, du hast eine Menge Freunde. Ach ja, jetzt zeigt sie Mitgefühl, aber sie ist Masons Mutter und ich fürchte, dass das nicht sehr lange anhält. Oh, das hat uns gerade noch gefehlt. Dreh dich bitte nicht um. Ich sagte nicht umdrehen. Ich möchte gehen, ich muss hier sofort raus. Nein, bleib bitte hier. Du darfst nicht weglaufen. Diese Genugtuung dürfen wir den beiden nicht geben. Wird es eines Tages aufhören, mir so weh zu tun, wenn ich die beiden irgendwo zusammen sehe? Keine Sorge. Das wird schnell vorbeigehen. Du wirst jemanden kennenlernen und du wirst dich wieder verlieben. Nur solltest du dir jemanden aussuchen, der gut genug ist. Für dich jemanden wie mich. Merle, du bist einfach wunderbar und ich weiß nicht, was ich ohne dich machen sollte. Es hat in meinem Leben nur zwei Männer gegeben, die mir wichtig gewesen sind. Und die haben mich verlassen. Das wird hoffentlich nicht so weitergehen. Victoria, du bist eine attraktive Frau mit vielen Chancen. Du hast gar keinen Grund aufzugeben. Victoria hat uns gesehen. Das kann ich nicht, Mason. Ich kann sie nicht einfach ignorieren. Julia, lass uns lieber gehen. Das hat überhaupt keinen Zweck. Es würde doch bloß Ärger geben. Ich kann doch nicht immer zu weglaufen, wenn ich sie irgendwo treffe. Du solltest aber daran denken, dass sie noch keine Zeit gehabt hat, es zu verkraften. Findest du es etwa in Ordnung, so zu tun, als ob sie Luft wäre? Ich nicht. Ich muss einfach mit ihr sprechen. Damit würdest du ihr aber ganz sicher keinen Gefallen tun. Geh ihr aus dem Weg, sonst macht sie dir hier noch eine Szene. Das sagst du so einfach. Hast du nicht das Gefühl, dass das etwas unfair ist? Kannst du nicht noch warten, Julia? Es hat sie sehr verletzt. Wer weiß, wie sie reagiert. Das ist mir ziemlich egal. Ich gehe jetzt drüber und rede mit ihr. Keine Sorge, ich erwarte nicht, dass du auch mit ihr sprichst. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das kann schon groß passieren. Ich bin gleich zurück.
Wieso kommst du her? Ist Mason vielleicht zu feige, selbst mit mir zu sprechen? Nein, Victoria, das war meine Idee. Er war dagegen, dass ich heute Abend mit dir rede. Er denkt, du solltest etwas Ruhe haben. Ja, ja, natürlich. Er sorgt sich ganz rührend um mich. Er hat doch nur Angst, dass ich mich hier in der Öffentlichkeit vergessen könnte. Was willst du von mir, Julia? Victoria, diese ganze Situation ist äußerst... Ja, die ganze Situation ist haargenau so, wie du sie haben wolltest. Bist du zufrieden, dass es mir wehtut? Was soll denn dieser ganze Auftritt? Hau doch endlich ab, hast du gar keinen Anstand, Julia. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich hatte nicht die Absicht, dich zu verletzen und das wollte ich dir sagen. Du hast doch noch nie auf mich Rücksicht genommen. Behaupte doch nicht, dass du mir nicht wehtun wolltest. Auf diesen Augenblick hast du doch jahrelang gewartet. Das ist einfach nicht wahr. Doch, das ist es. Seit dem Tag, an dem ich mit Mason getraut wurde, hast du versucht, ihn mir wegzunehmen. Aber das ist doch Unsinn. Hör zu, ich wollte ihn dir wirklich nicht wegnehmen. Ich habe Julia, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Augenblick, würdest du dich da raushalten? Das hier geht dich gar nichts an. Okay, okay. Beruhige dich. Erst spielt sie mir vor, dass sie meine Freundin ist und dann nimmt sie mir meinen Mann weg. Und da soll ich ruhig bleiben. Ja, bist du verrückt? Wirklich, ich würde so gern irgendwas tun, um dir zu helfen. Ich hätte nicht herkommen sollen, wirklich nicht. Hey, Pia, du gehst nicht. Das wird jetzt geklärt. Du trägst die Schuld daran, dass unsere Ehe zerbrochen ist. Du hinterhältiges Luder, du hast das alles gewollt. Dir ist doch ganz egal, was aus mir wird. Ich wünsche euch, dass ihr irgendwann genauso leidet wie... Darf ich dir Gesellschaft leisten? Aber natürlich, setz dich zu mir. Das wollte ich hören. Also, hast du inzwischen die Einbrecher gefunden oder nicht? Nein, noch nicht. Was ist dann passiert? Ach, falscher Alarm. Hier gibt es ein Sicherheitsproblem. Ich versuche dafür eine Lösung zu finden. Ich verstehe leider absolut gar nichts von Sicherheitsfragen, sonst würde ich dir gern helfen. Es scheint mir aber völlig ausreichend, wenn hier ein paar bewaffnete Wachleute in Uniform am Haupteingang rumstehen. Ja, für gewöhnlich mag das stimmen, aber für besonders prominente Besucher reicht das nicht. Und was für Leute sollen das sein? Filmstars und... Na, die üblichen Leute eben. Übliche Leute? Na, du weißt schon. Irgendwelche Politiker... Würdenträger, diplomatisches Korps. Da ist das Sicherheitsrisiko sehr groß und das kann ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Natürlich, das kannst du nicht. Mit deinem Auszug scheinst du es ja ziemlich eilig zu haben. Nach dem, was vorhin im Restaurant vorgefallen ist, halte ich es für besser, wenn ich noch heute Abend ausziehe. Oh ja, eine Capwell benimmt sich nicht so. Was sollen nur die Leute von dir denken? Ich weiß, wie sehr ich dich verletzt habe. Ich kann dein Verhalten verstehen. Tu bloß nicht so, als ob du Verständnis für mich hättest. Na gut, das war's dann. Ich hatte gehofft, dass es nicht so enden würde. Ich habe mir für Chip gewünscht, dass wir Freunde bleiben könnten. Mason, genau das will ich doch auch. Ich möchte, dass du noch wartest. Kannst du uns nicht noch eine Chance geben? Ein paar Tage bloß, damit wir ganz in Ruhe reden können. Lass es uns versuchen. Wir werden reden, Victoria, aber es ist ganz sicher besser für uns, wenn ich nicht mehr bei dir wohne. Es soll für uns besser sein. Wieso sagst du das, Mason? Es ist nur für euch zwei besser, für dich und Julia. Und ich machst du dir darüber keine Gedanken? Du bekommst alles, was du brauchst, also mach dir keine Sorgen. Nein, du kannst mir doch nicht das Kind wegnehmen. Keine Angst. Ich nehme ihn dir nicht weg. Ich möchte mich nur von Chip verabschieden. Auch wenn ich nicht mehr bei euch wohne, werde ich trotzdem für dich da sein, mein Kleiner. Und ich werde dich immer lieb haben. So, und jetzt schlaf schön. Das war's dann. Ich habe gerade erfahren, wo Kelly ist. Möchtest du es wissen? Wo? In New York. In New York! Und sie ist nicht bereit, nach Hause zu kommen. Hat sie wirklich gesagt, dass sie nicht nach Hause kommen will? Ich habe gewusst, dass so etwas irgendwann passieren würde. Woher hast du gewusst, dass so etwas passieren würde? Wieso antwortest du mir nicht? Wovor hast du Angst? Ich meine bloß, sie hatte es in der letzten Zeit sehr schwer. Sie leidet unter dem ewigen Familienstreit. Das alles nimmt sie sehr mit. Sie sitzt zwischen allen Stühlen, weil sie Jeffrey gegenüber loyal sein will. Und ich habe gewusst, dass sie irgendwann vor diesem Schlamassel weglaufen würde. Du hast ja recht. Wein doch nicht. Hör auf.
Dazu gibt es keinen Grund. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wer zum Teufel kommt denn so spät abends noch hierher? Guten Abend. Kann ich bitte Miss Capwell sprechen? Guten Abend, Mr. Capwell. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Ich wollte Ihrer Frau den hier vorbeibringen. Jemand hat ihn auf der Damentoilette im Dschungel gefunden. Er gehört Ihnen doch, nicht wahr? TJ. Sie haben Glück, dass er gefunden wurde. Ja, ich habe ihn nach dem Händewaschen wohl vergessen. Ich hatte es noch gar nicht bemerkt, dass er weg ist. Vielen Dank. So einen Ring vergisst man doch nicht. Ich danke Ihnen, dass Sie ihn hergebracht haben. Gern geschehen. Das war sehr nett. Kann ich Ihnen für Ihre Mühe etwas anbieten? Nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Also auf Wiedersehen und entschuldigen Sie die Störung. Dafür müssen Sie sich doch nicht entschuldigen. Ich begleite ihn noch nach draußen. Ja, tu das. Nochmals vielen Dank. Keine Ursache. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Ich wäre verzweifelt gewesen, wenn er weggekommen wäre. Ja, das glaube ich. Wo haben Sie den Ring her? Ich habe mit dem Juwelier gesprochen. Es gibt eine Kopie für den Fall, dass Sie nicht immer das Original tragen wollen. Und die habe ich ihm abgekauft. Das ist die Kopie? Keiner wird es merken. Das ist doch nicht so. TJ, Sie haben mir aus einer schrecklichen Klemme herausgeholt. Ich sagte doch, ich möchte Ihnen helfen. Also was haben Sie dafür bezahlt? Sie werden Machen Sie sich deswegen keine Gedanken. Es ist nicht der Rede wert. Ihnen helfen zu können, ist schon genug. Der Juwelier hebt den Ring auf für den Fall, dass Sie sich's überlegen. TJ, danke. Sie haben mir schon wieder aus der Klemme geholfen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich gerettet haben. Alles in Ordnung. Deine Enttäuschung verstehe ich, aber lass dir dadurch nicht den Abend verderben. Harry will mir zeigen, dass er der Stärkere ist. Und dafür lässt er einen Mann eine ganze Woche lang sündhaft teuren Champagner trinken. Ich soll wissen, dass er sicher ist, dass ich den Kürzeren ziehe. Das ist ganz der alte Harry. Niemand kann es mit dir aufnehmen, auch nicht dieser Harry. Magst du ein Kaminfeuer? Ich mag alles, wozu du Lust hast. Das solltest du nicht sagen. Ich kann unersättlich sein. Sei unersättlich, das gefällt mir so an dir. Versprichst du mir etwas? So versprochen. Möchtest du nicht erfahren, was? Egal, ich verspreche es. Also, ich möchte heute nichts von Harry hören. Hast du das verstanden? Lass ihn uns vergessen. Harry? Welcher Harry? Ausgezeichnet. Ich bin nicht in Kane verliebt. Diese Anschuldigung ist lächerlich. Das war keine Anschuldigung, sondern nur eine Frage. Das ist doch völliger Unsinn. Wieso verteidigen Sie sich dann? Ich verstehe diese Frage nicht. Schließlich bin ich in diesem Beruf doch keine Anfängerin. Ich habe schon Dutzende solcher Fälle gehabt und dabei noch nie den Kopf verloren. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss und ich weiß auch ganz genau, wie. Kane ist nun mal zufällig die Schlüsselfigur in dieser Geschichte. Und ich bin die Einzige, zu der er Vertrauen hat. Das ist ja auch gut so. Ich will nur sicher sein, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Wenn Sie daran zweifeln, findet sich bestimmt jemand anderes für diesen Job. Ich habe immer davon geträumt, dass es so wie jetzt ist, wenn wir zwei zusammen sind. Ja, das habe ich auch. Gern mit dir zusammen. Ich finde es wunderbar. So sollte es immer sein. Nur du und ich und niemand, der uns stört. Das ist ein schönes Gefühl, nicht? Tja, komm, sag ich. Schön, dass uns niemand stört. Da klopft es. Wer zum Teufel kann das jetzt noch sein? Ich glaube nicht, dass es wichtig ist. Still sein, dann geht er wieder. Vielleicht aber auch nicht. Ich gehe mal nachsehen.
Was ist das? Tja, jemand hat uns eine Flasche Champagner vor die Tür gestellt. Tja, sehr mysteriös. Tja, eine Flasche Dom Pérignon. Du kannst dir sicher denken. Bruce, halt dich da raus. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Harry. Zu sehen. Ich habe etwas Angst gehabt, du kommst nicht. Ich habe doch gesagt, ich komme. Naja, ich habe befürchtet, du überlegst es dir nochmal anders. Hast du so wenig Vertrauen zu mir, Julia? Nein, natürlich nicht. Ich vertraue dir. Ich kenne dich ganz gut, Mason. Du fängst an, über etwas nachzudenken und versuchst es von allen Seiten zu sehen. Und dann entscheidest du dich möglicherweise anders als vorher. Unsinn, ich bin durch das Warten sehr nervös geworden. Plötzlich habe ich wahnsinnig große Angst bekommen, dass ich mir das alles nur einbilden könnte. Nein, das tust du nicht. Ich liebe dich und ich bin hier.